Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zu Pizza Connection 3, der im ultimativen Pizza Simulator. Ich habe den zweiten Teil immer in meiner Kindheit gezockt, habe ich damals aus Computerbildspiele, habe ich damals die CD bekommen und ich fand dieses Spiel cool und als ich gehört habe, es gibt einen dritten Teil, habe ich gedacht, yo, den muss ich zocken, unbedingt, und da will ich euch mitnehmen auf unsere Reise, wie wir unser Pizza-Imperium aufbauen. Nämlich müssen wir erstmal einen Markennamen hier für uns finden. Und da weiß ich schon was. Nämlich hier Bombastic Pizza. Ne? Also Pizza muss nicht... Doch, wir machen so Bombastic Pizza. So. Und natürlich hier diese Bombe. Und ich weiß es nicht. Guck mal von der Farbe her. Was ist denn bombastisch? Das Gelb? Nee, nicht so wirklich. Dieses Orange? Nee, eher das da. Das ist so das... Das ist ein dunkles Orange, das Gelb, dieses hier, nee, und das da auch nicht. Ich nehme eindeutig das hier. Mein Spielername ist Don Basti, genau so. Halt, ein Kerl möchte ich sein, dann gucken wir mal hier. Nein. Wie geht das bitte ohne Brille? Ja, nein. Warte mal, dann machen wir mal hier irgendwie so einen. So. Ein Bart habe ich nur da unten. Warte mal, geht das nicht? Geht nicht nur. Nein! Okay, dann geht das nicht. Ohne Brille. Ja gut, einen Hut hätte ich dann halt schon doch gerne. Machen wir das einfach so. Zusätzliche Farbe. Nein, ich bitte dich, dann mal nehmen wir weiß hier. Oder, ja, weiß. Haarfarbe, rot. Nee, wir machen das da. Hautfarbe. Nee. Mach mal eindeutig einfach mal eher das hier. Charakter drehen. Ja, Leute, das bin ich. Und mit diesem Typ hier wollen wir jetzt unser Imperium aufbauen. Wir machen keine Kampagne. Die können wir irgendwann mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt, Leute. Vergesst unbedingt nicht, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das gefällt. Deswegen klotzt euch das jetzt erstmal an. Und am Ende des Videos könnt ihr bewerten. Nicht vergessen, wir machen ein freies Spiel und können uns jetzt aussuchen, wo wollen wir hingehen. Nach Rom, nach Berlin, nach London, nach Washington, nach Paris, nach Madrid oder nach Sydney. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst nach Berlin, machen die Einwohnerzahl auf 2000, Wohlstand machen wir mal auf 90, Geduld machen wir mal... Lassen wir einfach mal so. Startbudget 30.000 ist okay. Und ich würde sagen, damit starten wir. Konkurrenz, oh ja. Machen wir einfach den Max Power. Das ist unsere Konkurrenz. Erstmal nur eine Konkurrenz, werde reich. Okay, Freispiel starten, Leute. Ich bin bereit für die Pizza-Simulation. Der Ultralative. Ich find's geil. Ich freue mich megamäßig da drauf. Und ja, ich hoffe, ihr auch. So, Leute, wir sind im Spiel in Berlin und ja, wir gucken uns mal ein bisschen um. Wir müssen uns jetzt nämlich ein Restaurant aussuchen. Wir haben hier unten die Icons und zwar, Leute, das ist doch der Bundestag oder sowas vielleicht. Ne, es ist eine Universität, aber das ist schon mal gut für den Anfang, weil wir haben hier direkt ein Restaurant. Und hier drin arbeiten ganz viele Studenten. Das heißt, da kommen ganz viele Studenten vorbei und Touristen. Von 0 bis 9 Uhr sind viele Touristen mit am Start. Das heißt, wir gönnen uns jetzt erstmal genau das hier. Wir pachten uns das. Mann,
Mania e Bevi. Okay, so heißt das. Aber Leute, wenn ihr mitbestimmen wollt, wie unsere Filialen alle heißen, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kaufen wir in der nächsten Folge schon direkt unsere nächste Filiale. Und dann wird die nach eurem Namen benannt. Genau, so sieht's aus. So, wir haben das. Wir gehen erstmal auf Pausieren, Leute. Wir gehen jetzt erstmal hier auf Pausieren, weil wir müssen erstmal einen Architekt beauftragen. Das ist der Gute hier. Ja. Warte mal, Zielgruppe ist, na, hauptsächlich Student, ne? Machen wir das. Okay, ja, bestätigen wir. So, das heißt, da können Studenten drin essen, ne? Ich brauche noch für unsere Küche einen Ofen. Nehmen wir mal so einen Standardofen. So, können wir einfach mal hier hinpacken, würde ich sagen. Da ist das Lager, okay. Gut, das hätten wir schon. Weil das hier, warte mal, man kann ja hier, wo kann ich Räume ändern? Hier ist das Lager, da ist der Gästeraum, da ist die Küche und hier ist leer, ne? Also da könnte ich irgendwas noch reinmachen, ne? Speisesaal, aber den haben wir hier und das reicht auch erstmal vollkommen. So, okay, dann müssen wir hingehen und erstmal hier in unserem Restaurant Leute einstellen. Ja, wir brauchen nämlich Köche. Und da die Öffnungszeiten, ja, wäre am besten von 6 bis 6 Uhr oder von 3. Machen wir mal von 3 bis 15 Uhr. Gucken wir einfach mal, wie es ankommt. Hier haben wir die Amelie. Also ich will jetzt gucken, dass ich nicht zu viel ausgebe für das Personal. Deswegen, komm mal, eine teure. Hier, die arbeitet von 3 bis 9 Uhr. Hier die da. Also ist unsere Köchin. Und dann noch jemand, der nicht so krass teuer ist. Den da, Felix Sommer. Du arbeitest von 9 bis 15 Uhr. Okay, dann brauchen wir eine Servicekraft. Gut, da will ich auch eine, die krass ist. Die machen wir mal auf die zweite Schicht hier. Und einer, der jetzt nicht so krass ist, der Dominik Günther hier. Der arbeitet von 3 bis 9 Uhr. Und dann brauchen wir die Lieferer. Da ist es am besten, wenn die Lieferer kommen. Die kommen außerhalb der Zeiten, ne? Wobei ich würde schon, dass der eine um 0 Uhr kommt. Der Aaron Frank zum Beispiel, der kommt um 0 Uhr bis 6 Uhr. Und dann kommt hier noch der Helena Hermann, der Helena Hermann vor allem, Leute, der kommt direkt, ja, hier. Hier so, ne? Wobei, ich würde es eher so machen und das so dahin schieben. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Es ist 11 Uhr. Ich würde noch nicht öffnen. Also, das Ding ist, wann kommen die Lieferer? Die Lieferer müssen vor den Köchen kommen. Warte mal, dann machen wir bei den Angestellten jetzt erstmal so, dass der erste Lieferer, es ist 11 Uhr, der soll einfach jetzt kommen. Dann nach dem ersten Tag tun wir das umstellen und ja, jetzt müssen wir hingehen und erstmal eine Pizza backen für Studenten. Das ist jetzt unsere erste Pizza, die wir machen für Studenten, weil das sind ja ziemlich viele mit am Start. So, Studenten, was mögen die? Die mögen gerne Gemüse. Also ihr seht hier Smileys, allerdings ist meine Facecam darüber. Das heißt, hier, warte, da an der Stelle ist ein Lachsmiley. Stellt euch ein Lachsmiley vor. So, was wollen wir denn drauf haben, Leute? Wir machen, oh, Mais, Mais. Da unten erstmal einen Zerhäcksler. Und dann machen wir einmal hier so, zack, 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 zack. So, wir haben Mais auf unserer Pizza. Das ist wunderbar. Dann packen wir dazu noch Brokkoli. Oh ja, Pizza Brokkoli noch. Also Brokkoli auf die Pizza. Die Belagsmenge ist okay. Und dann machen wir noch Lauch dazwischen. So, perfekto. So, denk mal ein bisschen Lauch. Was mögen die denn noch? Mögen Studenten Gewürze? Nein. Aber die mögen hier noch Früchte mit dabei haben. Ananasstückchen noch so dazwischen. So, so hier so, da so. Da mag jemand die Zutaten auf der Pizza. Und das lassen wir so. Pizza, Studi oder so nennen wir das jetzt einfach mal. Pizza Studi. Genau, so. Und das Ganze speichern wir jetzt. Speichern. Okay, wunderbar. Jetzt können wir noch hier unten das Preis-Leistungsverhältnis. Ja, wir können 4 Euro da rauskriegen. Wir speichern das Ganze jetzt. So, okay. Und jetzt gehen wir mal zurück und können das Ganze in unsere Menükarte hinzufügen. Hier, zack. Jo, das ist auf unserer Speisekarte mit drauf. Die Pizza Studi. Und wir können jetzt einfach mal auf Play drücken, auf Stufe 2 so. Unsere Servicekraft ist mit am Start, unser Koch ist mit am Start.
Ich hoffe jetzt nur, dass bald unser Lieferer kommt, weil der muss hier das Lager voll machen, damit wir überhaupt anfangen können zu kochen. Unser Problem ist jetzt, es kommen Gäste und wir haben absolut keine Zutaten. Das ist das Problem. Wir haben keine Zutaten. Ich frage mich, wo mein Lieferer ist. Wird es irgendwo angezeigt? Meine Angestellten, wo die rumdümpeln? Hier, Lieferer, da. Wo ist der Aaron? Aaron Frank, den brauchen wir. Der muss hier voll liefern. Wir spulen jetzt mal vor. Das ist echt nicht so gut, ne? Das ist nicht so toll, wenn der nicht liefert. Ich brauch... Guck mal, wie viele... Ja, da! Es sind Zutaten da! Woo! Leute, Zutaten, yay! Wenn ihr übrigens Ideen habt für Pizzen, dann schreibt sie in die Kommentare. Und also Name der Pizza und die Zutaten. Und dann gucken wir mal, ob die Pizza dann eskaliert und mega beliebt wird. So, okay, wir haben Zutaten. Die Leute hier, oh ja, sie bezahlen, das ist wunderbar. Sie essen, ich hoffe, die sind zufrieden. Ja, der, gut, der Fettwanz hier, das ist ein Bonze. Der ist auch nicht in meiner, der ist auch nicht in meiner Zielgruppe, um ehrlich zu sein. Und der, die hier auch nicht. Leute, also ihr müsst, um ehrlich zu sein, müsst ihr chillen, weil ich habe halt keine Zutaten gehabt. So, aber da ist jetzt ein Batzen mit am Start, das ist gut. Wir können mal hier ein bisschen vorspulen. Wir haben ja nur geöffnet bis, wenn ich das richtig sehe, warte mal, bis um 15 Uhr. Das heißt, jetzt wird zugemacht. Gut, perfekt. Ist geschlossen. Ja, steht jetzt da. Die Lieferer können ja trotzdem ihr Zeug reinliefern. Und ich würde sagen, einfach in der Zeit, wo gerade noch nichts geht, machen wir jetzt eine Pizza für die Touristen. So, eine runde Pizza. Wir können die auch hier übrigens so verschieben, so, ne? Aber ich lasse es jetzt erstmal klassisch. So, für Studenten haben wir ja was. Für Touristen wäre jetzt noch was überragend. Touristen mögen kein Käse. Aber Touristen mögen Gewürze. Und sie mögen Fleisch. Gut, machen wir erstmal hier. Oh komm, Bacon. Oh ja, auf Bacon habe ich Bock. Naja, es ist Pizza, aber alle Zutaten... Ah, hier, da, ich will Touristen. So, das da, ne? Ich mag die Zutaten auf der Pizza nicht. Tourist, Alter. Gut, dann müssen wir es rückgängig machen. So, die Pizza ist mir zu teuer. Ja gut, es liegt auch noch gar nichts drauf. Wollt ihr Würstchen auf der Pizza? Ich kann mir diese Pizza leisten. So, machen wir Würstchen drauf. Okay. Machen wir für die Touristen noch etwas. Machen wir Tomaten. So, 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 so. Und Zwiebeln, aber... Oh, ich kann die nicht kleiner machen. Schade. Machen wir hier Zwiebeln drauf. So. 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 Belagmenge ist okay, sagt er. Und jetzt machen wir Gewürze drauf. Oregano. Oh ja. Oregano. Ich glaube, das wird bombastisch. So. Jetzt gehen wir hin und gucken mal hier Preis-Leistung. Gucken wir einfach, dass es... Ja, komm. Da, die Touristen, die können 6 Euro dafür zahlen. Wenn das Pizza... Wursti. Pizza Wursti. Yay. Man kann es übrigens auch auf Facebook teilen. So. Jetzt fügen wir das Ganze auf die Menükarte hinzu. Menükarte. Pizza Wursti. Lieferpriorität auch 100%. So. Und dann lassen wir das mal hier weiterlaufen. Gehen bis in die Nacht hinein. Gucken mal, dass unser Geld dann hier ansteigt. Unsere Pizza eröffnet ja kurz nach 0 Uhr. Das Lager wird voll gemacht. Ja, das ist das Ziel. So, warte. Oh, oh, oh. Stopp, 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 stopp. Stopp. Hier, mit Leertaste kann ich Stopp machen. Gut. Zulieferkette. Gut. Die Besucher kritisch. Ja, das war ein bisschen doof gelaufen, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber okay, die Angestellten machen wir jetzt tatsächlich so, dass immer geliefert wird, wenn zu ist. Obwohl, soll einer dazwischen liefern. Zwischen den Schichten machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob das sich was bringt. So. Jetzt gehen wir mal wieder hier mal Vollgas, bis geöffnet wird. So, wann kommt unser Koch? Hier, unser Koch ist am Start. Der erste Gast hier ist am Start, ein Student. Haha, er sagt Carpe Diem. Sehr gut, okay. Das freut mich, um ehrlich zu sein. Und da kommt noch einer, was ist das? Das ist ein Arbeiter. Oh, der hat auch Hunger. Gut, wir haben es eher so für Studenten eingerichtet, aber okay. Wir haben 15.000 Euro nur noch. Und Leute... ich bin mal echt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, unser Bombastik-Imperium.
Und wenn euch die erste Folge, Leute, wenn euch die erste Folge gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und ich würde einfach sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und yo, ciao!